Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Es ist wieder Mini-Code-Zeit, denn ich habe in Zusammenarbeit mit dem Euronerd und Iron Studios für euch aus Harry Potter den Ronald Weasley. Ja, ich liebe ja die Mini-Code-Figuren, ich finde die total cool. Und ich finde auch, die werden immer besser und besser und besser, je mehr neue rauskommen. Deswegen kann ich euch die nur ans Herz legen. Wir schauen uns den Ron einfach jetzt mal genau an. Vielleicht ist es ja auch was für euch. Und da haben wir den Ron auch schon auf dem Drehteller und schauen uns mal die Verpackung genau an. Schönes Sichtfenster, ne, großer Schriftzug Minico. Dann dieses wunderbare Artwork. Ich liebe diese Artworks. Ich finde die einfach unheimlich schön gemacht. Die sind handgezeichnet. Ne, auf der Rückseite nochmal das Artwork in klein. Ne, und ihr seht auch noch, welche Figuren es da noch gibt, nämlich Hermine und den Harry. Sehr, sehr cool. Und da kommt Ron schon wieder ins Bild. Ne, wirklich eine schön gemachte Figur. Das kann ich euch jetzt schon so sagen. Und auch ausgepackt sieht der Ron einfach fantastisch aus. Ich mag ja echt diese Art der Gesichter inzwischen sehr. Ne, anfangs war das ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber je mehr man davon sieht und je länger es diese Figurenreihe gibt, desto cooler kommen die einfach rüber. Ne, Ron hat natürlich seinen Zauberumhang an mit der Kapuze. Er trägt den Gryffindor-Schal. Auch der ist hier sehr schön zu sehen, genauso wie der leicht kaputte Zauberstab, der ihm sehr viel Ärger zubereitet hat. Und natürlich Bertie Botts Bohnen in sämtlichen Geschmacksrichtungen. Auch hier hat man ganze Arbeit geleistet bei der Verpackung. Ich finde, das sieht schön aus. Also diese Figur kann sich wirklich sehen lassen. Gucken wir uns doch mal ein paar Details an, würde ich sagen. Ron hat auf jeden Fall einen sehr, sehr typischen Gesichtsausdruck abbekommen. Ich finde an diesen Figuren auch die Augen echt schön. Also das sieht, finde ich, super aus. Hat nicht jede Figur so schön gemachte Augen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Der Gesichtsausdruck ist auch süß. Ne, das Gesicht sehr schön kindlich geraten. Ne, das weiß zu gefallen. Dann diese wunderbaren rötlichen Haare. Das sieht auch toll aus. Ne, auch schön ausgeformt alles. Ne, sogar hier diese Löckchen an der Seite, sag ich mal. Das sieht super aus. Ja, dann natürlich der Schal. Ne? Auch ein bisschen Struktur drauf. Das finde ich super gemacht. Hier unten hat er noch diese Pinökels mit dran sozusagen. Die sind jetzt nicht einzeln, aber das muss auch nicht. Das geht auch so sehr, sehr gut. Na, ihr seht hier, hat er auf seinem Zauberumhang hat er noch das Symbol von Hogwarts. Darunter trägt er die typische Kluft, die die Kids tragen, na, mit dem Gryffindor-Pullover und der Krawatte mit den Farben von Gryffindor. Das ist alles total schön bemalt. Das sieht alles super aus. Die Figur fasst sich auch übrigens ganz toll an. Na, dann sehen wir hier die Bertie Botts Bohnen. Na, und da ist halt im Prinzip ein Aufkleber drauf, ne, wo man hier die ganzen Bohnen sehen kann, sämtliche Geschmacksrichtungen, ne, hier die Seite der Packung, hier oben ist das sogar so gemacht, dass diese Packung leicht offen ist. Das finde ich persönlich eigentlich echt schick. Ne, man könnte es auch so machen, dass das komplett zu ist, ne, aber es löst sich halt mit der Zeit. Vielleicht ist das sogar so gedacht gewesen, dass das komplett zu ist. Ich finde aber den Effekt, dass die Packung so aussieht, als wäre sie leicht offen, tatsächlich irgendwie sogar schick. Also es kann sein, dass sich hier der Kleber ein bisschen gelöst hat und dass das eigentlich so gedacht ist, dass es komplett zu ist. Aber ich finde den Effekt, wenn es so leicht offen aussieht, eigentlich total schön. Deswegen, es passt mir sehr, sehr gut. Vorsichtig mit der Packung, die ist in der Hand festgeklebt. Ne, es könnte aber sein, dass die abgeht, weil die ist jetzt nicht so wahnsinnig fest. Ne? Aber es ist trotzdem, also ist es schön gemacht. Außerdem ist das eine Figur zum Hinstellen. Das ist jetzt nichts, was man im Prinzip tausendmal irgendwie durch die Gegend fährt oder wo die Kinder mitspielen sollten. Ne? Das ist eine Sammelfigur, das muss man mal ganz klar sagen. Hat also nichts für die Kinder zum Rumspielen mit. Ja, der Umhang sieht toll aus. Hier ist es schön mit dem Schwung. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ne? Auch bei dem Schal haben sie natürlich dafür gesorgt, dass da so ein gewisser Schwung drin ist. Das finde ich schön. Ne? Aber beim Umhang sieht es halt einfach echt toll aus. Ne? Hier seht ihr das auf der Seite, ne? Wie schön das geschwungen ist. Ne? Ganz, ganz toll. Ziemlich gut. Der Zauberstab ist abnehmbar. Der ist auch nicht direkt mit an der Figur dran. Wenn ihr den bekommt, damit er nicht abbricht, ist der extra in der Packung. Na, den könnt ihr eben so in die Hand schieben, ne, vorsichtig, damit er nicht abbricht. Na, und dann ist er auch da und ist auch wunderschön. Obwohl, er ist ja schon kaputt. Das ist ja schon geklebt. Ansonsten gibt es hier noch zu begutachten die Hose und die sehr, sehr glänzenden Schuhe. Das haben sie auch sehr schick gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut in der Kamera sehen könnt, aber die Schuhe haben noch einen Glanzeffekt. Das finde ich total toll. Na, das hebt das Ganze nochmal so ein bisschen ab und macht die Figur auch ganz besonders schön. Na, und dann haben wir hier natürlich die Plattform unten drunter, wo dann noch Harry Potter draufsteht. Na, das ist natürlich nicht Harry, das ist Ron, aber es kommt aus der Reihe Harry Potter. Wingardium Leviosa! Da ist er! Ja, und ich habe hier meinen Trusted Zauberstab mit dabei, ähnlich wie der von Ron.
leider geklebt. Ron ist schon ziemlich cool. Also, mir gefällt er echt gut. Und wer die toll findet, der sollte natürlich die komplette Reihe haben mit den anderen Figuren, die es da noch gibt. Na, und wie ihr die bekommen könnt, ganz einfach. Einfach auf www.ironstudios.co gehen. Na, da gibt es nämlich mit dem Code GEEKM10 einfach nochmal 10% Rabatt. Müsst ihr euch eigens beeilen. Gilt nur noch bis Ende des Monats. Na, und bis dahin solltet ihr eure Bestellung dort gemacht haben. Ansonsten könnt ihr natürlich auch jederzeit beim Toy-Dealer eures Vertrauens nachfragen, ob er die da hat und ob ihr die alle dort bestellen könnt. Sollte gar kein Problem sein. Ja, ich finde den echt süß. Dieser Blick, er ist so Ron. Eindeutig, er ist so Ron. Ja, mir könnt ihr mal ein Abo dalassen, wenn ihr Bock habt. Wäre ziemlich cool, das hilft dem Kanal sehr. Und Kommentare, wie findet ihr die Figuren? Sammelt ihr die Figuren? Na, wollt ihr als Potter-Fans alle haben aus der Reihe? Schreibt es mir. Ansonsten den Daumen nicht vergessen, die Benachrichtigungsglocke nicht vergessen. Ihr kennt das Übliche. Na, und dann wieder einschalten. Ich freue mich auf euch. Jetzt gibt es noch ein gepflegtes Expelliarmus. Und damit nicht raus. Tschüss.